Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es wieder um einen Starter der siebten Generation, und zwar Primarene. Das kombiniere ich mit dieser Backline. Vorne Probleme gegen Pflanzen, häufig Trombok am Start oder Bisaflor oder so. Und ich denke, die Backline kann dagegen gut arbeiten. Viele Pokémon, denke ich, gibt es nicht mit Elektroattacken, vor denen man sich fürchten muss. Eventuell, was mir jetzt so spontan einfällt, Deoxys. Deoxys mit Donnerblitz, und da kommt meine Backline auch gut gegen an. Ich muss mal gucken, ich befinde mich auf Rang 2. Es ist eh der Wilde Westen, ne? Man weiß nicht, worauf man trifft, von daher machen wir das so. Primarene kann man mit Charme spielen oder mit Kaskade. Ich habe mich jetzt hier heute mal für die Kaskade entschieden, einfach nur um zu schauen, wie viel Schaden das verursacht. Ich würde gerne mal so einen Flunschlick oder sowas treffen. Das wäre schon ziemlich cool. Und nochmal eine Kleinigkeit in eigener Sache, mittlerweile sind das über 800 Abonnenten. Und ich bin einfach mega dankbar, es freut mich wirklich sehr. Ich weiß nicht, was ich dazu so großartig sagen soll. Das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl, wenn man überlegt, nehmen wir mal an, ich müsste irgendwie eine Rede halten vor diesen 800 Abonnenten, das wäre schon krank, ne? So, das ist schon ein Haufen, das sind viele Leute, ey, come on. Das wäre schon, das ist krass. Egal, komm, ich schweife ab. Ja, wir starten direkt, let's go. Ich würde mich natürlich darüber freuen, falls du noch nicht abonniert hast, wenn du das nachholen könntest. Denn in diesem Jahr die 1000 wäre schon heftig, ey. Das wäre schon richtig heftig. Also es ist so das nächste Ziel, das ich anstrebe. Das ist in Ordnung, ne? Wir haben eigentlich, wir haben den Feentypen. Das sieht nämlich dann ganz gut aus. Wo, die Kaskade? Ey, die drückt schon, aber guckt euch mal den Konterschaden an. Boah, krass. Alter. Ey, bitte Köder nicht rein. Das passt. Ich glaube, wir können runterfarmen. Habt ihr den Schaden gesehen? Das ist doch abnormal. Ich setze jetzt sogar ein. Ey, okay. Das ist hart. Das Ding teilt guten Schaden aus, aber das hält nichts aus im Vergleich zu Asu. Guckt mal, wie viel Schaden hier Konter anrichtet. Das ist ja unnormal. Oha, das ist krass. Möchte ich dich eventuell runterfarmen? Komm schon, das ist ein Primarene-Video, ne? Und deswegen wollen wir das Ding auch einfach mal zeigen. Zack, wir wurden fast komplett runtergefarmt. Von dem Macho, und das hier ist gar nicht gut, meine Freunde. Du bist jetzt bei 3, bei 4, bei 5. Ich hätte auch auf die Mondgewalt gehen sollen, was besser wäre, weil ich da den Step drauf habe. Ja, das ist nicht cool, wenn ich ehrlich bin. Kannst du hier komplett runterfarmen? Oh, tu mir das nicht an. In welches Pokémon gehe ich denn gleich? Zubiris mag die Attacken nicht von dir sehen. Ey, das ist nervig. Das wird gerade sehr, sehr nervig. Das Team ist hier nicht das Beste, ne? Ganz im Gegenteil. Das heißt, wir machen das so. 1, 2. Ich hätte von vornherein irgendwas rauslocken müssen. Das wäre viel besser gewesen. Ich gehe hier auch auf die nicht effektiven Attacken, wollte ich gerade sagen. Ist aber in Ordnung, wenn du eh versuchst, hier abzufangen. Schwierig. Ich hätte rausgehen müssen. Wäre ich rausgegangen, hätte ich immer noch Primarene für das Ding hier gehabt, und das wäre nicht verkehrt gewesen. Das heißt, Overfarm wird dir sehr wichtig. Die Attacken rauszubekommen auch. Schade, dass ich hier nicht nochmal ausgeholt habe. Das wäre so im Nachhinein sehr, sehr nützlich gewesen. Ich glaube aber nicht, dass ich morgen ein Video zu Silvero, heißt der, glaube ich, hochlade, zu dem dritten Starter. Ich denke jetzt nicht, dass ich das fortführen möchte. Gestern im Video habe ich euch gefragt, warum ihr glaubt, dass ich Asu und Trombok mit Fuegro kombiniere. Der Grund ist recht simpel, denn Asu hat die gleichen Typen wie Primarene hier und Trombok hat die gleichen Typen wie der Pflanzenstarter. Deswegen habe ich die ganzen einfach kombiniert miteinander. Hat keinen anderen Grund. Das Asu hat aber nicht mehr viel KP. Das heißt, wenn die Wechsel noch nicht ready ist, kann ich dich hier gleich versuchen, einfach mit einem Schmarotzer zu ködern. Ein Schild werde ich doch wahrscheinlich bekommen. Komm, da gehe ich eigentlich von aus. Das sieht auch nach einem Gleichstand aus. Du hast nicht zur Attacke ausgeholt. Man könnte meinen, du setzt jetzt hier ein. Komm schon, Knuddler. Ja, perfekt. Ich muss eigentlich nur noch eine Zuflucht schaffen. Du brauchst, glaube ich, noch 2 weitere Blubber für den nächsten Knuddler. Wie viel Energie habe ich?
Oh, schaffe ich gar nicht mehr. Schade. Schade, falls ich das hier noch überleben sollte, was ich nicht glaube, könnte ich eine Zuflucht landen. Aber das wird leider nichts. Das heißt, der erste Kampf, den können wir hier knicken, oder? Hä? Ich hatte... warum? Na endlich. Ich habe das überlebt. Die Energie kam an. Woran bin ich denn jetzt gestorben? Kam nach dem Move noch ein Blubber? Ist egal. Das ist eine Zwischenseason, es geht um nichts. Von daher alles gar kein Problem. Dich möchte ich hier sogar ganz gerne sehen. Charm wäre halt fett gewesen jetzt hier, ne? Das wäre das zweite Mal, wo Charm wirklich gut gewesen wäre in der Führung. Oh, spiele ich das vielleicht mit der falschen Attacke? Charm wäre doch recht fett, ne? Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie viel Schaden das machen würde. Du kannst ja einfach auf Steigerungshieb in diesem Matchup. Ist das nicht albern? Ich kann mir auch, glaube ich, keinen Köder hier erlauben, oder? Gleichstände müsste ich gewinnen, weil das Ding haut ordentlich Schaden raus, denn ich denke, dass ich dann auch einen hohen Angriffswert habe. Aber jetzt wäre mal spannend, ja, okay, wenn ich ihn Schild ziehe, jetzt wäre für mich wirklich mal spannend, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr diese Season unbedingt irgendwas sehen wollt oder ob ich einfach meiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Das heißt, ich werde einfach viel Quatsch zocken, ehrlich. Ich mache mir da jetzt gar keinen Kopf drum. Ich werde richtig Spaß haben. Ich werde funny Teams bringen. Ich werde euch die neuen Pokémon zeigen. Alles kein Thema, ey. Das sieht... Also, geplant habe ich viel. 1, 2, 3, 4. Also, geplant habe ich wirklich einiges, was ich gerne verwirklichen würde. Und das Spannende ist diese Season auch, dass wir jede Woche eine neue Rotation bekommen. Das finde ich eigentlich schon ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Denn das bietet viel Spannung. Man ist dann nicht immer in diesen langen Phasen. Oh, dir eine Rückkehr drücken? Wäre schon fett, ne? Das hier sieht aber nach einem Body Slam aus. Mein Freund, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon eine Dampfwalze ist. Von daher können wir das erstmal getrost durchlassen. Wenn du mit Zubiris kämpfen möchtest, mit deinem Mund hier, könnte ich mir vorstellen, dass du hinten entweder eine Geist... Oh, 1, 2, 3, 4, 5 abfangen. Perfekt. Könnte ich mir vorstellen, dass du hinten vielleicht eine Geist- oder eine Unnichtschwäche hast. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier gerade am Anfang schon in den ersten Kämpfen mitzähle. Ist eigentlich nicht nötig, denke ich. 1, 2. Denn ich glaube schon, dass man das sehr entspannt angehen kann. Vor allen Dingen muss man nur Wins farmen. Ne? Da ist jetzt kein sonderliches Geschwitze. Schön, dass ich hier nochmal zur Attacke aushole. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nett jetzt die... Na. Psychokinese auf meinem Nachtara wäre. Du bist bei 2 Sofortattacken. Das sieht eigentlich nicht großartig schlimm aus. Ich muss nur 2-mal einen Schmarotzer haben. Die erste Attacke werden wir selbstverständlich durchlassen. Ich gehe nicht davon aus, dass das direkt die Erdkräfte sind. Und selbst wenn, würde ich die auch gut wegstecken können. So. Die Frage ist nur, ich glaube, egal. Come on, dann gehen wir halt Wins her, ist kein Thema. Ich denke nicht, dass das jetzt hier Erdkräfte sind. Von daher sieht das nicht schlecht aus. 2 Attacken haben wir ready. Die erste zieht ein Schild und die zweite würde ich besiegen. Habt ihr das mitbekommen mit der Pokémon Direct? Am 27. und am 28. Februar war die. Da wurde ja auch die 9. Generation angekündigt. Habt ihr schon die Starter und sowas gesehen? Ich fand die ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Dann hat man da noch so ein Bildchen gesehen, wo normalerweise jeder Typen so eine kleine Fläche einnimmt. Ich weiß nicht, ob ich dieses Bild finde, dann packe ich das hier mit bei. Aber da war so ein Wablu davor. Und jetzt gehen da Theorien rum, dass da ein neuer Typ verdeckt wird, weil man von den Zählungen her auf einen Typen mehr kommt. Wäre natürlich interessant, wenn in der 9. Generation ein neuer Typ mit eingeführt wird. Und wenn wir ehrlich sind, würde das auch einiges über den Haufen schmeißen. An sich muss ich hier tatsächlich drin bleiben. Und das sieht nicht gut aus für mich, aber dass du hier reinkommst, finde ich ebenfalls sehr spannend. Ich werde aber hier rausgehen. Denn ich darf mich da natürlich nicht weg
ballern lassen, wenn das meine einzige Antwort ist auf eine Fee, meine eigene Fee. Ey, ich glaube, Primarene mit Charme würde ordentlich Schaden drücken. Und ich freue mich auch, wenn Primarene, Fuegro und Silvaro, heißt er glaube ich, wenn die C-Day-Attacken bekommen, weil Primarene mit einer Aqua-Hobitze, so ein Move, der nicht so lange braucht, wäre schon ziemlich fett, ne? Ich denke, das kann schon gut abgehen. Das wäre schon kein schlechtes Ding. Oder auch Fuegro mit Standpauke, Finsteraura und Lohe-Kardonade. Boah, das wäre auch was. Da hätte ich auch extrem Bock drauf. Die Frage ist, meine Freunde, kann ich das Wegstecken auf zwei Attacken aufbauen? Denn ich muss hier mit Energie rauskommen, Drachenpuls. So, das heißt, wir müssen das jetzt einfach versuchen. So, zwei Attacken sind ready. Du fängst auf Galagladi ab. Das ist an sich sehr spannend, weil ich deine Sofortattacken resistiere und ich dich hier fast sogar runterfarm, ne? Ja, das sollte an sich nicht das Problem sein, oder? Komm, das machen wir doch direkt. So, Nahkampf stecken wir weg und eine Laubklinge auch. Problem ist, dass du mich danach einfach mit deiner Fee runterfarmst. Das heißt, wir machen das jetzt schon so und müssen deiner Fee... Oh, du kommst hier mit rein, ja, dann farmen wir dich komplett. So, jetzt habe ich hier mehrere Attacken ready. Ich habe hier zwei Schmarotzer, mit denen ich vielleicht ein Schild bekomme. Ich habe eine Psychokinese, mit der ich auch noch ein Schild bekommen könnte. Und ich habe noch einen Schmarotzer drüben. So, guck mal, wenn das jetzt ein finaler Schild ist, werde ich dich vielleicht sogar mit einer Psychokinese mit Primarene besiegen können. Ich denke schon. Das wäre doch was. Oder landet das hier? Nein, das landet nicht. Okay. Dann hätte ich sogar noch mal reinködern können. Ich hoffe, dass ich da eine Attacke hatte. Ich denke aber schon. Oder ja, genau. Die Psychokinese ist ready. Gleichstände sollten wir gewinnen. Und Nachtara mit Schmarotzer haben wir ebenfalls noch. Habt ihr gesehen, wie langsam sich der Bubble da oben verabschiedet hat? So, das reicht aus. Energiemanagement war auf jeden Fall am Start. Den nächsten Kampf gewonnen. Und hier unten wird das jetzt wahrscheinlich die ganze Season aufploppen. Wegen dem Battle Pass quasi, den man hier hat über die ganze Season. Für den, wie heißt das, extra Sternenstaub. So, okay. Primarene ist schon cool. Ich denke, mit Charme drückt das ordentlich Schaden. Von den Typen her, klar, es ist ein Asu. Aber was Asu ausmacht, ist natürlich die Verteidigung. Die enorme Verteidigung. Und das hier gefällt mir eigentlich gar nicht mit deinem Giftzahn. Kaskade verursacht aber ein bisschen Schaden, ne? Die drückt ordentlich. Das heißt, wir könnten hier mal die Giftattacke abfangen, ne? Denn den Gift-Move auf Primarene abzubekommen... Boah, Primarene gegen Nidoqueen wird bestimmt übel wehtun. Das wird schmerzen, ey. Bleibt man hier drin? Okay. Das ist spannend. Das ist ein sehr untypischer Wechsel. Und du hast auch Standpauke auf Mew? Interessant, normalerweise spielt man Mew mit Dunkelklaue und du schildest hier sogar rein. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, meine Freunde. Ich hole zur Extra-Attacke aus, meine Verteidigung ist um eine Stufe geschwächt. Ich glaube aber nicht, dass ich mich einen Stromstoß... Okay, interessant. Alles klar, ist es vollkommen in Ordnung. Wir sind noch am Anfang. Wir werden uns hier keine Gedanken machen, ne? Ich hoffe, das habt ihr gestern im Video nicht falsch aufgenommen. Als ich den Gegner, spannend, dass hier nochmal reingeschildert wird, als ich den Gegner gestern mit einem Spukball besiegt habe, das sollte natürlich nicht disrespektmäßig oder so rüberkommen. Es war einfach nur die Revanche für den Feuerschlagköder, ständig bei meinem Asu. Da wollte ich mich eigentlich nur für bedanken. Okay, ich glaube, wir können das hier nochmal no-schilden, ne? An sich können wir von mir aus auch hier den Wechsel verlieren, das ist jetzt nicht tragisch. Die nächste Psychokinese. Eventuell nur ein Mew mit einer Attacke. Kann mal passieren. X-Bad kommt zurück, das wiederum bedeutet, wir können hier den Move drücken. Du kannst uns gleich gerne besiegen. Es sieht so aus, als wärst du eventuell nochmal hinten schwach. Oder ich glaube nicht, dass man am Anfang jetzt hier irgendwie von krassen Teams ausgehen kann. Das heißt, ich denke nicht, dass ich erahnen kann, was da hinten auf mich wartet. Wir gehen mal raus. Wenn da irgendwas Nerviges ist, ja, dann ist das halt so. Wenn da nichts Nerviges ist, dann sind wir halt froh. Wir haben perfekt runterfahren können. Zubiris mit zwei Schilden. Wir kämpfen gegen... Da ist sogar eine...
Elektro-Pokémon? Ich glaube nicht, dass du viel aushältst, ne? Und ich denke, dass das hier ein unbeabsichtigter Two-Shield-Flex wird. Denn wir hatten... Oh, du hältst nichts aus. Wir hatten halt nun mal keine Situation, wo wir hätten großartig schilden müssen. Die erste Giftattacke haben wir abgefangen. Und danach kam zweimal Psychokinese und noch eine Giftattacke auf Nachtara. Von daher denke ich nicht, dass da irgendwo ein Schild hätte relevant sein müssen. Ja, der Anfang ist halt wild, ne? Das ist wild. Ich werde jetzt noch ein paar Teams ausprobieren. Immer mal wieder gucken. Ich habe auch noch ein paar Teamideen. Eventuell ein Monk-Team mit 3x1500er WP, weil es einfach schön aussieht. Und ich muss gucken. Ich habe auch einige Spielereien im Kopf, wie ich das mit diesem Community-Tab da machen kann, mit diesen Abstimmungen, dass ich damit vielleicht mal arbeite. So, das sind so Spekulationen, die ich im Kopf habe. Bin mir noch nicht sicher, aber wieder mal wäre Charm hier gut, ne? Dreimal war Charm gut und gegen X-Part war es nicht. Das heißt, in einem Matchup war wirklich Kaskade gut gegen X-Part. Und hier wäre das dritte Mal Fee sehr gut gewesen. Da ich gerade gesehen habe, dass... wow. Au, du hast einen Donnerzahn oder sowas? Das ist ja geil. Das ist ja geil. Hat das Donnerzahn oder was ist das? Warum steht das sehr effektiv? Zieh mal ein Schild, der perfekt sogar ein Best Buddy. Verteidigung sinkt. Oh, cooler kann das gar nicht werden, ne? Ich glaube, jetzt möchte ich mit Nachtara reinkommen, weil Nachtara nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass es Bock hat, gegen Irokex zu kämpfen. Wir haben dich gut runterfarmen können, ne? Rambos. Es macht halt nichts, ne? Es macht halt einfach gar nichts und du brauchst Ewigkeiten, bis du bei Attacken bist. Das heißt, wir können hier wirklich entspannt noch ein bisschen overfarmen. Jetzt würde ich schon gerne einsetzen, weil ich das besiegen wird, denn ich möchte nicht unbedingt noch eine Attacke fressen. Man könnte danach in Erwägung ziehen. Oh! Okay, dann setz ruhig nochmal ein, dann hole ich mir mehr Energie. Entweder ist das ein Rambos oder ein Erdbeben, aber ich auch. Ah, ich denke auch ein Erdbeben kann man wegstecken, ne? Der nächste Rambos in Ordnung. Das heißt, einfach overfarmen, ne? Okay, Altaria kommt rein und ich bin komplett energiegeladen. Das gefällt mir. Ich werde jetzt so lange dich zuspammen, bis du einmal einsetzt. Sobald du einmal eingesetzt hast, komme ich mit Zubiris rein mit zwei Schilden. Und deinem Irokex würde wahrscheinlich schon eine Zuflucht nicht mehr bekommen, ne? Obwohl ich eigentlich die Rückkehr meine, meine Freunde. Ihr wisst, wie es ist. Setzt du endlich mal ein, dann kommt dir die dritte Attacke. Du kannst nicht runterfahren. Das wird nichts. Das heißt, wir machen... Ich weiß auch nicht, warum wir jedes Mal aktuell so eine Serie haben, dass wir den ersten Kampf verlieren. Ich kann es euch nicht erklären, aber... vielleicht muss ich mich auch einfach wieder hier... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt hier gerade das zweite Set, das ich spiele. Gestern, quasi wo die Season begonnen hat, habe ich ein Set aufgenommen und gezockt. Und heute ist schon Mittwoch und ich nehme gerade das Video für Donnerstag auf. Auch wild, ne? Das heißt, ich bin sehr aktiv unterwegs gerade. Und mal gucken, vielleicht bekomme ich auch die Motivation, wieder jedes Set zu zocken. Ich denke nicht. Ich habe da nicht so die Zeit für aktuell. Das heißt, wir machen das so und ich werde ja das jetzt hier aufnehmen. Und je nachdem, wie viel Zeit ich habe, hätte ich sogar Bock, noch ein, zwei Videos aufzunehmen, damit ich wieder so einen kleinen Puffer habe, ne? Denn ich habe öfters mal Abende oder so, wo ich nicht dazu komme. Und dann bin ich immer sehr froh, wenn ich da nicht noch irgendwie ein Video zwischenquetschen muss, sondern wenn ich weiß, hey, du hast da noch ein Video vom Vortag, was du aufgenommen hast, oder vom Vorvortag, ist ja im Endeffekt, ist ja nicht wichtig, Hauptsache ich habe da was für euch. Und das erleichtert mir da schon so ein bisschen mein Leben, dieses Vorproduzieren. Und ich hoffe, Primarena hat euch gefallen. Es ist schlechter als Nasu. Einfach nur, weil es nicht viel aushält. Aber der Schaden ist krass und ich denke, das mit Charme könnte schon gut abgehen. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir noch gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.